alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Wenn Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Regeln, Dekate, Formeln und Daten, Fakten, Fakten, alles Wissen, nicht raten, wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Wenn Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen. Um Carla zu beeindrucken, lud Munir sie in die Bar seines Vaters ein. Leila wollte Munir helfen und sorgte dafür, dass die beiden endlich mal unter sich sein konnten. Schönen Abend, ihr beiden. Euch auch. Was willst du trinken, Carla? Berge kann sich schon die meisten. Vivian hetzte ihre Mutter gegen Tim auf. Dem beschäftigt ist, den ich mitkomme. Wer sind denn diese Schüler? Tim Seidler, Erstligastheniker. Hast du Bruno gesehen? Morgen erstmal. Hier, soll ich dir von ihm geben? Er muss noch fort, mit der Freundin klären. Probier mal. Die Leberwurst haben seine Eltern am Wochenende frisch gemacht. Die war vor kurzem auch ein Schwein. Ja und? Koste. Nein, danke. Ich hab morgens keinen Hunger. Wer was lernen will, muss was im Magen haben. Sagt meine Oma immer. Tja, Tim, hättest du mal lieber auf Fes Oma gehört. Jetzt ist es zu spät. Von deiner miesen Mathe-Note kommst du bestimmt nicht mehr runter. Suchst du Mitglieder für deinen Mathe-Versager-Club oder was? Wie kommt man eigentlich aufs Gymnasium, wenn man nicht lesen, schreiben und nicht rechnen kann? Durch Bestechung? Ach nein, deine Mutter ist ja nur Krankenschwester. Geld habt ihr also auch keins. Eingebildete Zicke. Lass sie, Tim. Die hat doch keine Ahnung. Ach nein, ich hab gehört, dass Tim nicht mehr lange auf Einstein bleibt. Aber wahrscheinlich habe ich keine Ahnung. So ein Quatsch. Typisch Vivian. Die kriegt sich wieder ein. Sie wollen also mit mir über Tim Seidler reden? Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Vivian hat erzählt, dass die Lehrer zu sehr Rücksicht auf ihn nehmen, während die anderen sich langweilen. Entschuldigung. Setzen Sie sich. Ach, Herr Berger ist informiert. Tim steht doch nicht nur in Deutsch auf einer 5. In Mathematik sieht es laut meiner Tochter genauso finster aus. Oder nicht? In der Tat. Leider. Dann verstehe ich nicht, warum er noch hier ist. Ich habe diese Schule gewählt, weil meine Tochter eine erstklassige Bildung bekommen soll. So ist das doch kaum möglich. Tim wird seit kurzer Zeit mit einem speziellen Leserechtschreibprogramm gefördert. Das mag ja sein. Aber Sie können doch nicht erwarten, dass wir zusehen, wie die Förderung eines Einzelnen auf dem Rücken der ganzen Klasse ausgetragen wird. Ja, keineswegs. Ich bitte nur um ein wenig Geduld. Herr Berger, was sagen Sie? Ich habe damals zwar zugestimmt, dass Tim auf Schloss Einstein bleiben darf. Fakt ist aber, er beteiligte sich im letzten Halbjahr kaum am Unterricht und wirkt abwesend, wenn ich ihn gezielt nach etwas frage. Da sehen Sie es. Das ist doch kein Zustand. Mir ist heute Morgen glatt der Rasierpinsel aus der Hand gefallen, als Manuel mir von deinem Date erzählt hat. Da zieht unser Frauenaufreißer los und lädt Carla Bussmann in Papas Hotelbar ein. Wir haben an der Bar was getrunken, das war alles. Und? Worauf steht sie denn so? Auf was Hartes oder mehr auf Mädchencocktails mit Ananas und Likör? Wir haben kein Alk getrunken. Willst du mich verarschen? Verstehe, ihr seid gleich zur Sache gekommen. Quatsch. Aber ihr habt wenigstens rumgeknutscht. Hey, mach dich doch mal locker. Vielleicht kann ich ja noch was von ihr lernen. Es reicht, okay? Zwischen Carla und mir war nichts. Nichts, was irgendwie interessant sein könnte. Na, du Frauenversteher. Carla hat mir erstaunliche Sachen von dir erzählt. Und von mir macht er auf der Bar nichts, Ole. Ciao, du Pfeife. Ich muss noch jemanden finden, bei dem ich Englisch abschreiben kann. Vielen Dank auch. Was denn? Ich weiß, dass Carla mich doof findet.
Deshalb musst du dich nicht vor Ole über mich lustig machen. Sie hat mich gestern Abend extra noch angerufen, meinte, du bist total süß und dass es ein total toller Abend gewesen sei. Kein Witz, das hat sie echt gesagt. Lass mich raten. Hund? Katze? Maus? Was? Das! Das ist das sieht, ein... Das sieht aus wie ein... Nun ja, wie ein Elefant. Ja, genau, ein dicker, schwangerer Elefant. Wieso nicht? Vielleicht gibt es ja bei Marie-Louises Inszenierungskonzept auch einen schwangeren Elefanten. Ich bin mal gespannt, was sie zu unserer Werbeidee für ihr Theaterstück sagt. Und ich bin mal gespannt, wer bei der Konferenz der Tiere überhaupt mitspielen darf. Ich will auf jeden Fall eine Hauptrolle. Bäh, Theater spielen, Mädchenkram. Nee, danke. Tja, du willst vielleicht nicht mitmachen, Fee. Andere können nicht mitmachen. Das kapiere ich jetzt nicht. Ich rede von Jim. Könnte gut sein, dass er zur Premiere gar nicht mehr hier ist. Echt? Stimmt das, Tim? Ach, die labert nur Müll. Sag mal, was machst du denn mit deinem Elefanten? Der spielt nicht mehr mit. Das Oberteil ist hinüber, das musst du mir ersetzen. Übertreib nicht, das steckt mir einfach in die Waschmaschine. Die Diva weiß doch gar nicht, was es ist. Halt die Klappe. Kann ich kurz rüber mich umziehen? Selbstverständlich. Lass dich von der Zicke nicht provozieren. Ist doch so dumm wie drei Reihen Salat. Ach, Tim. Ja, ich weiß, das war kein guter Stil, das, was ich mit Vivien gemacht habe. Aber sie hat das klärt ihr am besten unter euch. Ich bringe dich nachher rüber zu Frau Steiner ins Direktorat. Sie will mit dir sprechen. Okay? Okay. Du wolltest bei dem Theaterstück doch mitmachen. Ich hab's mir anders überlegt. Und wieso? Das weißt du doch. Bedrückt dich irgendwas? Wenn die Ausländerbehörde unsere Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert, bin ich zur Premiere todsicher schon in Bosnien. Komm schon, mach mit. Genau, dann kommst du wenigstens mal auf andere Gedanken. Hat Fedi erzählt, weshalb Tim zur Steiner muss? Ja, das wusste sie auch nicht. Aber zum Tee trinken ist sie bestimmt nicht ins Lehrerzimmer gestellt worden. Sondern? Vielleicht geht es um die zwei Fünften, die er auf seinem Zeugnis hat. Herr Lachmann erzählte mir von deinen raschen Erfolgen bei den Förderaufgaben in Deutsch. Das freut mich sehr. Aber wo liegt das Problem in Mathe? Ja, ist es der Stoff? Oder das Tempo? Geht's dir zu schnell? Ja, was ist es denn dann? Immerhin werden dir die Textaufgaben sogar vorgelesen. Wir wollen dir wirklich nur helfen. Sie lügen. Was soll das hier überhaupt noch? Sie haben doch schon längst beschlossen, dass meine Gnadenfrist abgelaufen ist. Sie wollen mich vom Einschneid schmeißen. Tim war ziemlich gut drauf. Glaub nicht, dass er sich wegen der Noten im Kopf macht. Vivien soll ein paar Anspielungen gemacht haben. Darum dachten Fee und ich... Er kommt. Und? Wie war's? Naja, die Steiner wollte nur wissen, wie es in Chile so mit der Schule läuft. Na, Schloss Einstein sucht eine Patenschule in Südamerika. Ich kenne mich da ein bisschen aus. Oh Mann, wir haben echt schon gedacht, dass ich von der Schule fliege. Blödsinn. Okay, dann wäre das ja auch geklärt. Hat jemand Lust auf ein Eis? Ich schmeiß eine Runde. Dreimal Schoko bitte. Klar? Die Gestalt des Prinzen war in der Dichtung immer schon eine sehr beliebte Figur. Ganz bekanntes Beispiel ist natürlich Shakespeares Hamlet. Prinz von Dänemark und rastloser Rächer seines Vaters. Welche Prinzen kennt ihr denn aus dem deutschsprachigen Literaturbereich? Ja. Kleist Prinz von Homburg. Sehr gut, Marie-Louise. Ey, guck mal, Carla. Was denn? Wie die Monier anstarrt, voll süchtig. Spinnst nicht. Oh Mann, wie blind bist du eigentlich? Monier hat Carla aufgerissen in der Hotelbar von seinem Alten. Hast du es noch nicht mitgekriegt, oder was? Frag Leila. Ole, möchtest du deine Lektüre-Erfahrung des Prinzen von Homburg vielleicht mit uns teilen? Na klar. War ein ziemlich cooler Typ, dieser Prinz. Viel unterwegs, überall eine Prinzessin am Start. Ja, ich merke schon, du hast den Text äußerst aufmerksam gelesen.
möchte, dass ihr euch alle bis zum nächsten Mal mit dem Text vertraut macht. Was hat Leila denn nun gesagt? Na, dass Monier voll der Frauenversteher ist und Carla total auf ihn abfährt. Wer weiß, wo die nach der Hotelbar noch gelandet sind. Das gilt besonders für dich. Carla ist in Monier verknallt. Monier in Carla. Wahnsinn, oder? Coole Sache, echt. So eine kurze Zusammenfassung können Sie uns doch schon mal geben. Oh, das gibt's doch nicht. Du hast auch die Kästner-Texte nicht gelesen. Ich dachte, du brennst für die Theater-AG. Marie-Louise hat die Konferenz der Tiere doch komplett überarbeitet. Was soll ich mir da das Original noch reinziehen? Also, ich muss dir das jetzt nicht erklären. Du weißt ganz genau, dass das nie schaden kann. Auch in Marie-Louises Fassung geht es bestimmt darum, dass die Tiere von den ewigen Kriegen der Menschen genug haben. Oh, der nervt. Die Menschen nehmen die Tiere... Die Menschen nehmen die Tiere nicht ernst und sind auch für keinerlei Friedensverhandlungen bereit. Deshalb entführen die Tiere die Kinder und erreichen so den Weltfrieden. Sorry, ich habe noch die Texte kopiert. Also, hallo. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Dann kann es ja jetzt endlich losgehen. Wen soll ich denn eigentlich spielen? Sind doch alles nur männliche Hauptrollen. Oskar der Elefant, Alius der Löwe, Leopold die Giraffe. Wie wär's mit General Zornmüller? Ich glaube, die Rolle würde dir stehen. Sieh doch keine blöde Uniform an. Ja, das kann ja lustig werden. Marie-Louise, wegen der Interpretationsvielfalt des Kästner-Textes. Sorry, aber Sie haben jetzt Sendepause, Herr Lachmann. Ja, sicher. Cooles Konter von der Tonne. Also, ich habe den Löwen nicht Alois, sondern Elli genannt, die Giraffe nicht Leopold, sondern Lee. Und den Elefanten nennen wir nicht Oscar, sondern... Mary, oder besser noch Mary Lou. Die Rolle ist jedoch wie auf dem Leib geschrieben. Findet ihr nicht? Ja, Tims Zensuren sprechen eine eindeutige Sprache und fordern endlich Konsequenzen. Für mich besteht die Konsequenz darin, ihm noch eine Chance zu geben. Das ist unnötig. Er verhaut konsequent jede Mathearbeit. Das klingt, als macht er das mit Absicht. Ja. Obwohl... Vielleicht interessiert es ihn einfach nicht, wie Sie ihm den Stoff präsentieren. Und mit seinen Arbeiten gibt er ihm die Quittung dafür. Hm. Möglicherweise langweilt er sich einfach. Also so kommen wir nicht weiter. Warum lassen wir Tim in Mathe nicht einfach noch einen Test schreiben? Mit allem, was in diesem Halbjahr dran war. Ja, so hätte er noch eine Chance zu zeigen, ob er den Stoff begriffen hat. Eine Chance müsste er den anderen beiden Fünferkandidaten der Klasse dann ebenfalls geben. Ja, gleiches Recht für alle. Alle einverstanden? Ja, gut. Gut, aber wenn er dann wieder versagt, dann verlässt Tim die Schule. Warum gibst du es nicht einfach zu? So daneben ist man ja als Typ doch gar nicht. Zwischen uns läuft nichts. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Und warum hast du ihn vorhin bei Lachmann mit Blicken verschlungen? Ich habe ihn nicht verschlungen, ich habe ihm zugelächelt. Ja, weil Lachmann gerade von Prinzen in der Literatur erzählt hat. Ach, und da hast du dir gedacht, Mensch, der Monier, das wäre doch ein prima Prinz für mich. Nein, so war das nicht. Gestern Abend hat er mir ein sehr schönes Märchen erzählt. Und da kam auch ein Prinz drin vor. Das ist alles. Er hat dir ein Märchen erzählt. Genau. Du willst mich verkohlen. Und mehr ist nicht passiert? Nein, Monier ist ein Freund. Okay, ein ganz guter Freund. Sieht er das neuerdings auch so? Natürlich. 28, 29. Aber was zählst du denn da die ganze Zeit? Ich guck gerade, welche Rolle in Marie-Louises Stückfassung die längste ist. Ich glaube, der Elefant hat die meisten Zeilen. Ist die Rolle noch zu haben? Ach nee, du spielst ja einen Elefanten. Naja, ich lese nur mal vor, wie ich die Rolle anlegen würde. Wenn wir denen so babymäßig kommen, raffen die nicht, was wir wollen. Nen braven Elefanten halten die für bekloppt. Die brauchen einen 1A-Tritt in den Arsch. Sonst kannst du die Sache mit dem Weltfrieden ja sowas von kippen. Und, wie war ich? Um ganz ehrlich zu sein, ich würde die Stimme nicht so albern pseudo-elefantisch machen. Das ist irgendwie aufgesetzt. Hör mal, so. Wenn wir denen, ihr wisst schon, so babymäßig kommen, raffen die eh nicht, was wir überhaupt wollen. Einen braven Elefanten halten die doch glatt für bekloppt. Die brauchen einen 1A-Tritt in den Arsch, das poppt. Sonst kannst du die Sache mit dem Weltfrieden ja sowas von kippen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter.
Sag mal, kannst du eigentlich alle Rollen des Stückes auswendig? Naja, das weißt du schon. Okay, ich seh's ein. Die Rolle des Elefanten kann nur eine spielen. Marie-Louise, Stückeschreiberin, Regisseurin und geniale Protagonistin der Neufassung der Konferenz der Tiere. Also, wenn du dann diesen Elefanten spielst, das steht doch noch gar nicht fest. Ja, aber wenn, dann könnte ich doch die Rolle der Giraffe übernehmen. Ich mache den Hals einfach so lang und bewege ihn so hin und her. Guck so. Also erstens kommt es nicht auf die Länge des Halses an. Dann müssen ja auch die Darsteller der Mäuse klein sein und der Elefant fülliger. Und zweitens wird es ein ganz normales Casting geben. Jeder, der mitmachen will, bekommt eine Chance. Du meinst, ich dachte ja nur, wenn ich schon mit der Regisseurin das Zimmer teile, habe ich einen kleinen Heimvorteil. Wo bleibt denn Carla bloß? Offenbar sind wir nicht die Einzigen, die auf sie warten. Wenn Ole in den nächsten 5 Minuten nicht auftaucht, hau ich ab. Wieso hast du es denn so eilig? Carla ist doch auch noch nicht da. Na und? Mensch, wieso packst du denn nicht endlich aus? Was? Stell dich nicht so doof an. Ich hab gehört, zwischen dir und Carla hat's gefunkt. Du weißt auch davon? Davon weißt du gut wie jeder. Außer mir. Das ändert natürlich alles. Morgen, Carla. Hi. Ich wollte nur schnell fragen, ob wir heute Abend mal wieder ins Kino gehen. Ich könnte dich abholen, so um 7:30. Heute? Tut mir leid, heute habe ich schon was vor. Schade. Aber morgen. Morgen hätte ich Zeit. Ey, super. Dann morgen. Okay. Tim, Vivian, kommt ihr bitte zu mir? Gregor, du auch. Wir hatten gestern eine Lehrerkonferenz, auf der wir beschlossen haben, dass unsere 3 Fünferkandidaten der Klasse, das seid ihr, noch eine Chance bekommen sollen, durch einen Test ihre Zeugnisnote zu verbessern. Nehmt euch jeder ein Blatt, ihr könnt sofort anfangen. Ich habe aber jetzt eine Freistunde und die Theater-AG trifft sich gleich. Tja, da werden die wohl ohne den Superstar Vivi Morante anfangen müssen. Nur Jack, das haben wir nur dir zu verdanken. Tim, setz dich bitte hierher. Die Aufgaben sind zwar nicht identisch, aber ich glaube, dass ein gewisser Sicherheitsabstand zwischen euch beiden nichts schaden kann. Ihr habt 45 Minuten. Viel Erfolg. Tim! Okay, Leute, wie findet ihr meine Adaption? Gut. Hast du gut gemacht. Klasse. Ich weiß zwar nicht, ob Kästner rappende Affen, Pinguine und Mäuse mit grün gefärbten Haaren gemocht hätte, aber mir gefällt's. Und was kommt jetzt? Wir machen weiter mit dem Casting. Der Elefant ist übrigens schon vergeben. Marie-Louise hat uns den gestern vorgespielt. Die Rolle ist wie für sie gemacht. Danke, Coco. Echt nett von dir. Aber nur weil ich die Prinzipalin hier bin, heißt das nicht, dass ich für mich eine Ausnahme mache. Ich bin auch beim Casting dabei. Finde ich gut. Vielleicht hat ja noch jemand Lust, die Rolle des Elefanten zu spielen? Eben. Und vielleicht würde ich lieber die Giraffe geben. Du? Ja, klar. Warum eigentlich nicht? So, die Zeit ist um. Tim, Vivian, hört ihr bitte auch aufzuschreiben. Na, wie ist es dir mit den Aufgaben ergangen? Weiß nicht. Sehen leider nicht gut aus. Tja, das war's dann wohl, Tim. Ciao, ciao, Schloss Einstein. Ich glaube, deinen Sport kannst du dir sparen, Vivian. Bei mir lief es nicht so, weil mein Horoskop heute nicht gut war. Aber ich hole das alles nächstes Halbjahr wieder auf. Meine Mutter hat mir sogar schon einen Nachhilfelehrer organisiert. Viel Spaß auf der Idiotenschule dann. Tim? Hm? Hast du dieses Sudoku gelöst? Ja, war ja nicht so schwer. Nicht so schwer? Daran arbeite ich seit gestern Abend. Willst du sie nicht lieber gleich sagen, Tim? Was? Er kriegt es doch eh raus. Wovon redest du, Vivian? Tim hat hinten einen Lösungsteil nachgeguckt. Ich hab's gesehen. Stimmt doch überhaupt gar nicht. Hast du das Rätsel allein gelöst oder nicht? Hat er nicht. Tim? Ich kann dir eh sagen, was ich will. Sie würden mir ja doch nicht glauben. Thank you.
Kannst du mir mal verraten, warum ich diesen Mist hier mache und du vor dem Spiegel stehst und deinen Pflaumen bearbeitest? Erstens habe ich schon viel mehr für das Alk-Referat gearbeitet als du. Und zweitens ist das kein Pflaumen, sondern ein 1A-Bart. Von dem du nur träumen kannst. Was wird das denn? Das ist mein Rasierwasser! Haben wir nicht gerade geklärt, dass du das Zeug gar nicht brauchst? So schon mal gar nicht. Ach komm, Ole. Wie heißt das Zauberwort? Bitte, bitte, lieber Ole, kann ich dein Rasierwasser haben? Spießer? So ist es brav, Schnucki. Was steht denn an? Wir haben doch gar keinen Unterricht bei Changa heute. Ich habe was anderes vor nach der Schule. Mit Carla vielleicht? Gib's zu. Wegen mir nebelst du dich doch nicht so ein, Schwulette, oder? Okay. Wir gehen heute ins Kino. Was dagegen, wenn ich mitkomme und ein bisschen spanne? Vergiss es. Schade. Ich hätte zu gern mal gesehen, wie du als Frauenversteher die Sache angehst. Gregor, das hat leider nicht gereicht. Vivian, 5. Tim, ich habe dir für alles einen Punkt gegeben, was nur entfernte Ähnlichkeit mit deinem richtigen Ergebnis hatte. Ich komme auf 4,7. Das macht's. 5. Tim, ist doch nicht so schlimm. So, und nun zum Spaß, den Mathematik auch machen kann. Die gute Nachricht, ihr müsst dabei nicht einmal bis 10 zählen können, denn dieses Sudoku spielt man mit den Zahlen von 1 bis 9. Beim nächsten Mal setzt du dich einfach neben mich und schreibst ab, oder? Neben Julia. Quatsch. Ab sofort lernen Tim und ich auch zusammen Mathe. Na, hat jemand eine Idee? Komm, Leute, beim Sudoku geht es um Kombinationsgabe, um Geschicklichkeit. Danke, Bruno, aber es ist zu spät. Ich habe euch angelogen. Das war meine letzte Chance. Ich flieg sofort von Schloss Einstein. Na schön. Ich gebe euch einen Tipp. Über die Verteilung der 9 kann man in den linken und oberen Feldern kombinieren. Weiß jemand deinen Lösungsweg? Ah, er hat noch nicht. Bei mir noch mal. Vielleicht fällt der Steiner ja noch irgendwas ein. Game over. Ich komme jetzt auf so eine Sonderschule oder so. Tim! Willst du es vielleicht mal versuchen? Wir anderen sind, wie es scheint, mit unserem Latein am Ende, aber vielleicht fällt dir ja noch was ein. Tim? Das war jetzt der Witz des Tages, Herr Berger. Bitte ergänzen Sie. Oben links. 731-482-659. 528-913. 596-731-482-895-17346. 784-137-958-426. Ist alles richtig? Natürlich. Tim kannte die Lösung ja mal wieder vorher. Nein, Vivian, noch einmal unterstellst du Tim das nicht. Dieses Sudoku habe ich erst unmittelbar vor der Stunde aus dem Internet heruntergeladen. Hat einen extrem hohen Schwierigkeitsgrad, nur zum Vergleich. Ich selbst bräuchte für so etwas ungefähr eine Stunde. Aber, Herr Berger, dann können Sie Tim doch nicht einfach vom Einstein schmeißen. Das wäre doch reine Talentverschwendung. Talentverschwendung? Da werde ich ja hellhörig. Frau Steiner, ich glaube, wir haben einen neuen Gauss auf Schloss Einstein. So, kenne ich den zufällig? Es ist Tim. Er hat die Fähigkeit, extrem komplexe mathematische Zusammenhänge zu erkennen, wenn er nur will. Und das hat er soeben bewiesen. Das ist ja phänomenal. Ja, das ist ja wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, Tim. Jetzt musst du deine Intelligenz nur noch so kanalisieren, dass du bis zum Schuljahresende bessere Noten schreibst. Ich hänge mich jetzt voll rein, Frau Steiner, versprochen. Ich will unbedingt auf Schloss Einstein bleiben. Ja. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal, wenn's da.
war später mal total genial. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.